Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Ja, Leute, darf ich mal eins so anmerken, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, das habe ich voll vergessen. Das ist so ein bisschen ein psychologischer Mindfuck, wenn man Dynasty Warriors Spielerin ist. Denn, wenn man hier die Woo-Story macht in Dynasty Tactics, dann steuert man die rote Armee und die roten sind normalerweise immer die Gegner in Dynasty Warriors. Das ist so ein bisschen, kleiner Mindfuck. Wir greifen auf jeden Fall jetzt Hangzhuan an mit der zweiten Armee und die erste Armee holt sich Cai Mao, der sich jetzt auf Cao Cao angeschlossen hat. Das wird ein Spaß. Hangzhuan is not currently your enemy. Will you declare war? Yes. I fight to achieve the dreams of my father and brother. Kid, strike down all you oppose me! Oh Mann, ich hab ihn so vermisst. So, the enemy is the Jing Navy. They are a bunch of pathetic cowards that gave up the land without a fight. Everyone, repel them! Some people just won't change with the times. You cretins from Jiangdong, learn your place! Cai Mao! Fun fact, Cai Mao ist der einzige von Cao Caos Leuten, logischerweise, der sich ein bisschen auskannte. Mit Schiffen und so. Weil er ja auch ursprünglich nicht bei Cao Cao war, sondern bei Liu Biao. Und Liu Biao ist ja auch im Wasser und ja, der hat halt die Erfahrung. Der kann's halt. Oh, schon wieder so eine krasse Schlacht. Also man merkt echt, dass Cao Cao eine Challenge ist. Warum diese Musik? Das ist die feine Musik. The Jing Navy cannot be underestimated. We will need all of our strength to defeat it. They must not be allowed to join with Cao Cao's main force. Okay. To you, what are you doing? Ah, was machst du? Mach dir einen Feuerangriff? Nee, flott. Geil und so, aber... Kein Schaden. Okay, aber immerhin gestunt. Defeat all enemy units in 12 days. Ja, das ist meine Ansage. Jetzt haben wir auch normale Musik. Gott. Mann, warum habe ich Model 3 und nicht Model 2? Sun Chengxiang kann wahrscheinlich taunten. Nein, kann sie nicht. Wenn dieser Vollidiot im Weg steht. Oh Mann. Oh, ist das doof. Take this. Scheiße, ich wollte auch noch Teichsier Speer geben. Oder die Picke oder was das war. Mann, ich habe wieder so viel vergessen. Das ist natürlich juicy. Was sehen meine entzückenden Augen denn hier? Oh yeah. Let's go. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich nicht. Model 3. Da bin ich dabei. Na komm, Bogenduell! Girl was stronger. Oh Mann, warum hat sie kein Aid? Der hat nur Schwachsinn. Na komm, dann machen wir das. Du musst der Spinner wenigstens aussetzen. Und er ist eventuell noch... Ach nee, ist er nicht, oder? Nee. Er ist ja nicht in den Cage reinkommen. Und sonst wäre er jetzt auch noch in Model 3 gefangen. Ach nee, ist er ja nicht, weil er jetzt mit Volley zurückgeschleudert wird. Never mind. Ich bin dumm. Fire Arrow! No, oh,
Oh, ich mag diese Seeschlacht nicht, Leute. Ich sollte normalerweise jeden Flat geben. Hätten wir hier so ein leichtes Spiel. Habe ich halt nicht. Ich habe keinen Flat. Was ich habe, ist Mandel 3 und es wird nicht lustig für den Gegner. Traders, der wird doch mit reingezogen in die Kombo. Insane. Das wusste ich nicht. Ja. You spin me right round, baby, right round. Trifft leider nur den einen. Wir sind jetzt alle so wunderschön in einer Reihe. Wenn wir jetzt mit Lumeng oder mit irgendjemandem Pinsel kriegen, dann möge Gott ihnen gnädig sein. Das wird nicht mehr lustig. Follow my instructions. And march to victory. Da schießen wir natürlich den ab, Mao Ji. Da der sich bewegen kann. Die anderen nicht. Ja. Flat ist zwar ganz cool, aber nicht cool genug, Leute. Da habt das. Nicht cool genug. Ich habe mir nicht mal angeschaut, wer unser Gegner ist. Soll ich euch sagen, warum? Wir sowieso nicht angreifen können, außer er hier. Ich glaube, Ganing kann in der nächsten Runde. Nein! Kann in der nächsten Runde einen Raid machen. Ja, weil die aussetzen müssen. Jap, jap, jap. Nein! Okay, das war eigentlich ganz gut. Dass sich voll in Gefahr begeben hat. Strategy. Yes. 100% Erfolgsquote. Leider kein Muddle mehr. Doof, doof, doof. Was soll ich mal sagen? Nein, warum ist das nicht Ganing? Oh mein Gott. Warum hat Taishi sie kein Raid? Ach, das ist doch doof. Dann mache ich das auch nicht. Kenne ich nichts. Dann mache ich das nicht. Wisst ihr, was ich dann mache? By the way, ist es nicht schlauer, Ganing jetzt irgendwie einen Buff zu geben? Klar, ist es schlauer. Klar, ist es schlauer. Ist die Frage, in welche Richtung ich gucken möchte. Wahrscheinlich in diese Richtung. Das wird gleich interessant, das kann ich euch versichern. Ganing, ey, der wird so ausrasten. Angreifen möchte ich ihn auch nicht. Aber nur, wenn der da steht, können wir dann... Pinsel ist natürlich auch nicht schlecht, aber wir können ja auch hier einen Pinsel machen. Und ein L2. Ich frage mich gerade, ob Ganing die alle besiegen kann. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, wir brauchen den Raid mit Sun Chengxiang. Aber wenn ich den hier töte, kann Ganing nicht mehr seine Combo machen. Also lassen wir es. Oh Mann, Leute, das Spiel ist so kompliziert manchmal. Ja, komm. Besiegen wir den Spinner. Eigentlich mit Huang Gai. Das passt schon so. Ja, komm, wir siegen den Spinner. Der ist der Reiter wenigstens tot. Ja. Das klingt doch noch ein wunderschönen Plan. Oder nicht? Ich find's toll. Scheiße, ich hätte, glaube ich, nur mit so einem Fun Revive machen können. Egal. Ich muss es ja nicht übertreiben.
Ist schon süß, ne, dass der Einzige, der sich bewegen kann, Cai Mao im Set ist und Mao Ji dann. Und die anderen können sich jetzt alle nicht mehr bewegen. Oh Gott. This girl is on fire. Das Schlimmste kommt ja noch. Da kommt das Schlimmste. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte den All Attack. Ach, nee, das ist Double Blade. Ja. Der All Attack wird gleich noch kommen. Und wahrscheinlich unter der 8-2 von Huan Gai. Wir schlagen weiterhin auf eine Leiche ein. Das ist so dumm eigentlich, ne? Je mehr Erfahrungspunkte gibt es. Schade, dass man die Erfahrungspunkte nicht irgendwie auf die Zweitarmee verteilen kann. Mann, die ist so schlecht. Aber für die Jing Province reicht's wahrscheinlich. Hoffe ich. Schon interessant, ne, diese Schlacht von Chibi. Wasser, 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 Wasser. Normalerweise haben die Wutrummer voll viel Flat, aber ich habe Flat sofort ersetzt, bei jedem Offizier. Das ist einfach viel zu selten, dass es überhaupt eine Relevanz hat. To be honest. Es hat fast nie eine Relevanz. Hm. Da bleibe ich bei meinem guten alten Boost. Und ich greife schon mal Cai Mao an, auch wenn ich wahrscheinlich selber einen Shot abkriege. Ist mir aber egal. Nee, zu weit weg. Er hat ja keinen Langbogen. Was? Loyalty? Du hast meinen Lord angegriffen. Ich bin zwar selber der Lord. Oh nein, jetzt sind die alle gebufft, oder was? Scheiße. Boah, diese Kombos. Ich will nicht sagen, aber die Kombos werden echt eklig. Für den Gegner. Wenn Ganin gleich dran ist, ne? Wenn der gleich dran ist, ich will nichts sagen, ne? Es wird so dirty. Wie war es mit Circle? Hinterm Gegner und dann bewegt er sich ein Feld nach vorne. Hinterm Gegner und dann bewegt er sich ein Feld nach vorne. Das wäre da. Hm. Funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Oh Mann, Lumeng. Lumeng. What are you doing? Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich auch nicht. Oh Mann, Lumeng. Sag mal, wann ist Ganin denn endlich dran? Nummer 9. Okay. Lacht nicht, ich habe nichts Besseres. Tut mir leid. Ich habe nur das. Mao Ji, der wird noch ein Problem. Wenn ich ihn einfach nicht tot kriege. Du versaust mir nicht meine Kombo. Danke. Genau, den stellen wir jetzt nämlich hier hin für Revive. Ob ihr es glaubt oder nicht, Mr. Monopoly wird jetzt in diese Komma mit einbezogen. Und zwar mit einem Switch! Okay, kein Revive, wir nehmen Pinsa. Oh mein Gott, kurzer Check. Check 24. Es gibt ein Fire Arrow? Ach nee, du hast gar kein Fire Arrow mehr. Nein! Dann gibt's ein. Keine Ahnung, L2. Du hast auch kein Volley mehr. Oh nein, was ist los mit euch? Ihr schwächelt ja voll. Egal. Ganz ehrlich, Ganin macht alles alleine. Jetzt kommt die Power von Ganin, Leute. Das ist diese Taktik, die ich die ganze Zeit gesetupt habe. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Oh, soll ich die 85 gamblen? Ich gamble. Oh, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne, ich bin echt stinksauer dann.
Ich bin echt stinksauer, wenn das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. 85%, Leute. Es war gar Ning und nicht Jinx One, aber ich mach's nicht. Nennt mich Pussy, nennt mich langweilig, ich mach's nicht. Sorry. 90. Leute, ist mir scheißegal. Ich mach das nicht. Das ist mir einfach zu risky. Ich will ja nicht. Boah, das ist viel zu wichtig, dass wir den Raid durchkriegen. Ich brauche hier die 100%. Wenn es nicht die 100% sind, ärgere ich mich. Fire! Bin ich stark genug? Klappt mir. Vor allem, wie lange die aussetzen müssen. Das ist echt krass. Und wir haben ja auch noch Bravery. Darum ist Gunning übrigens so stark. Weil er 150% extra Damage macht. Diese Kombo ist illegal, Leute. Illegal ist die Kombo. Guckt euch den Scheiß mal an. Scheiße. Und der Repel wird auch noch richtig heftig von Taishizi. Glaubt mir. Das war übrigens nicht geplant, mit dem All-Attack, dass der jetzt einfällt und unten kommt. Was egal. Hätte ich, glaube ich, nicht verhindern können. Jetzt. Jetzt kommt das Highlight. Yep. Show them your might. Show them your might. Naja, mighty war es schon. Aber es reicht noch nicht. Aber jetzt. Jetzt kommt nämlich der Switch und dann der Pinsel. Und Lu Meng war doch noch useful. Der wird einfach über die halbe Map geschickt. There's no way out. Nee, die sind noch im Wasser. Da ist wirklich no way out. Ich hoffe, die haben wenigstens ihr Seepferdchen gemacht. Klar, ramm ihn noch dein Speer rein. Das war sogar der dicke McDonalds-Inhaber. Sag so. Zhang Yun captured auch einen richtig guten Offizier. Liu Ye, der Katapultmeister von Wei. Lucian, okay, der ist schwach. Ist ein ganz schwacher Offizier von Yuan Shao's Leuten. Den kannst du komplett vergessen. Einer der schlechtesten Offiziere im gesamten Game. Not gonna lie. Das wird nicht gut. Was können wir in Circle kommen? Wir können aber auch eine Joe-Tide-Kombo machen, die voll schlecht ist. Nee, die ist mir zu schlecht. Komm euch lieber in den Circle, der muss da wenigstens aussetzen, der Arsch. Wobei. Also. Das gefällt mir auch nicht. Wisst ihr was, ich mache das jetzt als Link. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Weil ich finde die Kombo, egal wie es läuft, nicht gut. Ich muss mir nochmal die Battle Objectives anschauen. Defeat all enemy units in 12 days. Bedeutet, ja, wenn wir den hier besiegen, dann, also Cai Mao, dann haben wir verkackt. Also besiegen wir ihn nicht. Der muss zum Schluss sterben. Aber hey! Ein Link hat noch nie jemanden geschadet, oder? Oh Mann, so Quan, du bist voll useless in dieser Schlacht irgendwie. Die hat nie ein Opening gefunden. Mr. Monopoly, warum? Warum hast du diesen Link gemacht? Ich hasse mich dafür. Ja, in Nahkampf mit Langbogen, lasst mich.
Jetzt könnten wir eigentlich loslegen. Revive. Oh, der macht aber dann seinen Switch-Scheiß. Mann, ich will nicht, dass er Switch macht. Nee. Ich warte, bis Mr. Monopoly dran ist. Außerdem haben wir dann noch eine schöne Garnelenkombo. By the way, der geht hier hin. Oh, dann wahrscheinlich beide gleichzeitig töten. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Revive. Charge 2. Feiern. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und Flat. Flat sehen wir so selten. Hier kommt Switch plus. Plus Raid, I guess. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, Cai Mao überlebt es. Cai Mao ist so strong. Egal, Hauptsache Mao Ji ist tot. Ja, wenn so eine Flut auf einen losrast, ich glaube, dann ist der Zug abgefahren. Und dann nur so eine kleine Wasserfontäne auf der Overworld. Naja. Animationen sind trotzdem relativ cute. Switch! Nintendo Switch. So gut, die Strategie. Kannst du nämlich einfach Leute an dich ranziehen und dann Switch mauern, die sind komplett umzingelt. Deswegen finde ich Switch sowas von mega stark. So richtig kranken Scheiß damit machen. Ja, Mao Ji ist tot. Sag mal, kann es sein, dass die Gegner permanent gestunt waren außer Cai Mao? Das hatte ich auch noch nicht. Ich habe mich ja gar nicht bewegen können. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn wir das im Rahmen der Zao Zao Story machen. TV, weil die dann auch die ganze Zeit gestunt sind. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Zweimal. A2 ist so unglaublich stark. Boah, warum ist es so staubig? Meng, was los? Du hast aber ganz schön viel Kettenrauch an deinem Ami. Was war das denn? Alles staubig. Ich glaube, der ist doch tot, to be honest. So ein Raid von Ganin? Ich wollte es nicht gesagt haben. Ein Raid von Ganin ist schon was Besonderes. Da gibt es den Preis. Es ist dann zu. Art of War. Der Vorfahre Sun Jians. Der wiederum der Vorfahre von Sun Quan ist. Der dieses Kriegskunsthandbuch geschrieben hat. I tried my best. Die Stimme ist unpassend für Cai Mao. Mann, ich kann das besser. Guck mal, der sieht so aus wie so ein hinterhältiger Bastard. Warum sagt er nicht I tried my best? I tried my best. Dieser Wahnsinn, dieses Hinterhältige, dieses Arschige kommt gar nicht da zum Vorschein. We must withdraw quickly and gracefully. All hands, retreat. Top 10 unpassende Spielen, unpassende Stimmen der Videospielgeschichte. Naja. Bei Cai Mao finde ich das aber echt schlimm. Naja. Ich will mich nicht drüber beschweren. Habe ich hiermit eh schon getan, von daher. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob wir den Fight gegen Hank Suan noch machen. Ich glaube schon. Warum nicht? Level Up Party! Keine neue Taktik, aber. Surrender quietly! Hey, would you jump back? You offer! But I fear it's a trap! May the heavens protect me! Der Hass ist zu groß von denen. Ja, ja, und. Mann! Jo, je, ist aber so nicht. Das ist ein treuer Way-Offizier.
Surrender absurd. If you find me disagreeable, don't cut me down. War auch eine Scheiß-Synchro, ich weiß. A loyal retainer will not serve a second lord, wife, but one master. Ganz ehrlich, den wollen wir sowieso nicht. Das ist mega scheiße. A loyal retainer will not serve a second lord, I have but one master. Mann, warum funktioniert das nie? My lord, I have come to beg for the honor of leading the vanguard. I owe a great debt to your brother, Lord Sun Tzu, but I have been unable to repay that debt. Allow me to pay a portion of that debt by driving away Cao Cao's forces. Understood, Taishisi. Go and drive off Cao Cao's army. Nein, Taishisi, chill. Calm down, my friend. Wir werden nämlich jetzt erstmal noch die Jing Province einnehmen. Weil dadurch bekommen wir mehr Offiziere, neue Strategien, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Ho, 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 diese Musik. Ja, Hanks Run, das Schlimmste zuerst. Ah, wir sind so scheiße, wir sind so trash, wir sind so Haufen Kacke. Wenn man von Squad Commander outspeed wird, dann weiß man, dass irgendwas falsch läuft. Nee, das war gar nicht der Squad Commander, das war Huang Zhong trotzdem. Wei Yan, Huang Zhong. Oh, jetzt Fire Arrow, Fire Arrow. Ihr merkt, ich hab richtig Bock. Richtig Bock. Nein, hab ich nicht. Fuck, sind wir scheiße. Die zweite Armee ist so cool. Oh Mann, die muss echt besser werden. Guckt euch diesen Schrotthaufen noch an. Fuck. Ja, der einzige MVP, was ist Yan Baihu? Okay, predict mal, was macht der gleich? Piers, Charge, Switch, Circle, oh nee, mach keinen Circle, okay? Kein Circle. Thanks. I hate my life sometimes. Nee, ist alles in Ordnung. Aber jetzt ist der Combo-Bar. Ich wollte eigentlich erst mal Yan besiegen. Naja. Haben wir hier gute Kombos? Ja, haben wir tatsächlich. Jo, Wang Lang, my boy. Macht sich schon mal nützlich. Boah, das wird spannend. Das wird spannender als die letzte Schlacht. Jo, Yong. Boost 2. Ja, warum nicht? Warum kein Boost 2? Oder Chain, ich weiß ja nicht. Yu Yong bleibt einfach hier. Und chillt. Ohne Scheiß, der Huang Zhong, der wird noch so widerlich, das ist nicht in Worte zu fassen. Boah, ich überlege echt, den hier hinzustellen. Und damit Yan Baihu gleich komplett auszurasten. Ich glaube, wir rasten mit ihm hier aus. Naja. Ausrasten kann man es nicht wirklich nennen, oder? Oder machen wir es mit Cheng Pu? Charge und Wise. Fragen über Fragen. Entscheidung über Entscheidung. Ja, aber wir machen es mit Cheng Pu. Oh Mann, das klingt so falsch. Klingt am Plan. Wir haben hier Revive. Wir haben hier eine Aid. Wir haben hier Piers. Oh Gott. Ja, okay. Yan Baihu ist der Tank. Der macht's. Und hier haben wir den Boost.
Und der Boost wird sowieso nicht ausgelöst, weil Pierce zuerst ausgelöst wird. Fuck my life. Und du kannst gar nichts! Du kannst gar nichts! Oh mein Gott! Was denn? Warum hat der nur so einen Scheiß? Hey! Wenn wir das so machen, dann kommt das aber. Dann machen wir es doch. Hör zu. Okay. Switch machen wir nicht. Okay, here we go. Jan Maihu. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise. Sie wird keine angenehme Reise. Sie wird eine schmerzvolle Reise mit einem nervigen Feuerpfeil und vielen anderen Schikanen. Aber einer muss sich erbarmen. Und Jan Maihu ist halt der Tankigste. Oh, mir ist so schwach, ich bin nicht mehr tot. Wo ist die Beschwerde? Oh Mann, ey. Kriegen die nicht mehr tot. Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Doch, doch. Jan Mai Wu ist strong, man. 10.000 Truppen seit hier vor. Und der Pierce kommt halt auch noch. Yes. Smash through the line! Smash through the line! Oh, hi, Wonjong! Shake hands? Ich bin so bescheuert. Put your trust in me and fight! Put your trust in me and fight! Er fühlt sich so, als hätte er das meiste gemacht. Ja, ja. Fangen lang. Ja, ja. Aber hey. Erfahrungspunkte für Wang Lang. Mann, wir brauchen echt mal Pit. Smash through the line! Ich darf ihn nie beschweren. Ich habe ihn reingesteckt. Ich habe ihn diese YOLO-Aktion machen lassen. Und ja, oh mein Gott. Okay. Rip, Jan Mai Wu. He died for your sins. Immerhin, die Strategien werden jetzt alle verwallert von ihm. Deswegen macht man Hang Xuan meistens nicht zuerst, weil da hast du Wei Yan und Huang Zhong als Gegner. Und das hat. So, Repel aufgebraucht, Pierce aufgebraucht, Double Blade aufgebraucht. Ist doch gut. Weg ist es, der Scheiß. Boah, der hat die Hälfte verloren. Mann, der ist 10.000, jetzt sind nur 5.000. Oh Mann. Das ist scheiße. Da ist Böse im Busch. Ich frage mich, was wir hier machen. Oh, da ist auch noch Gras. Dann ist ja klar, was wir machen. Alter. Dafür, dass ich voll in Scheiße steckte, steckt Wei Yan jetzt in der Scheiße. War übrigens alles geplant, Leute. Nein, du hast es nicht, aber es ist geil. Weil wir jetzt automatisch gewonnen haben. Weil Wei Yan, ganz ehrlich, der ist tot. Wie soll der das überleben? Geil. Der dreht sich in Richtung von Chengpu, das heißt, Persu wird wieder funktionieren. Oh, Liu-Yo. Du hast keine Erfahrungspunkte. Ja. Oh. Girl. Du hast es wieder mal geschafft. Sie wollten ja Jan Mai Wu ärgern. Jetzt ärgere ich zurück. Power, Leute. Power. Und ich habe mich nur aufgeregt. Warum hat der Ambush? Ambush ist so schwer zu nutzen. Guess what? It saved our day. Der Schlimmste fehlt allerdings noch. Es ist Huang Zhong. Mit Fire Arrow und allen nervigen Zeugs, was dazu gehört. Warum nicht erst revive?
Wenn Weyan das alles überlebt. Nein, tut aber nicht. Ching Pu ist so cool. Ist echt stark. Now obliterate them. Und jetzt zum Abschluss wieder. Put your trust in me and fight! Put your trust in me and fight! Okay, der hat sogar eine höhere Stimme gehabt. Okay. Captured! Weyan in der Wuami. Das ist auch cool. Nein, Weyan haben wir schon eine Schulzeuge genommen. Ich wollte Offiziere, die wir sehr oft gesehen haben. Darunter fällt leider auch Weyan. Auch wenn er nur in der dritten Armee war, nicht wieder verwenden. Das Let's Play soll ja abwechslungsreich sein. Außer Jake Sue, das ist die Ausnahme, er ist mein Boy. Und Yuan Tan auch. Ja, bei hoch. Okay, Hälfte Männer verloren, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Das wird dirty. Liu Yong, was kannst du eigentlich? Water Chain kann ich. Ja, okay. Sorry. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen vorausschauen planen. Wir werden gleich mit Cheng Pu. Boah, scheiß auf Huan Zhong. Wir werden mit Cheng Pu gleich richtig abgehen. Wir werden nämlich hier einen Switch machen. Switch into Wise. Into Pierce. Into Charge. Der wird komplett weggekommen. Hat. Und es gibt hier noch eine 8 for free. Wow, 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 wow. Krass. Und Tower. Türme. Sind wir lang, wäre stolz auf uns. Der Baumeister. Was ist das alles für Fähigkeiten? Guard, er wird, glaube ich, die Defensive. Tong, weiß ich nicht mehr. Das ist Tong. Change in Morale doubles after direct attack. Verstehe ich nicht. Also Veränderung im Moralbereich verdoppelt sich, nachdem man direkt angegriffen hat. Okay, bedeutet, wenn ich den jetzt angreife und ich bekomme dann, was weiß ich, plus 5 und der Gegner minus 5, dann ist minus 10 und plus 5? So verstehe ich das. Nicht gerade die beste Strategie, oder? Das ist voll scheiße. Naja. Jetzt geht's los. Oh ja, jetzt geht's los. Hang Suan. Oh, 94. Mach jetzt keinen Scheiß, Girl. Naja, liegt ja nicht an mir. Liegt ja an Cheng Pu. Und ich glaube nicht, dass Cheng Pu ein Girl ist. Dann falle ich vom nicht vorhandenen Glauben ab. Okay. Ganz ehrlich? Brauchen wir nicht wetten, oder? Dass das stirbt. Huang Zhong. Ich ignoriere dich. Gekonnt. Und Liu Biao. Liu Biao, sag ich schon was? Wieso komme ich jetzt? Komme ich an Liu Biao? Liu Yong hat nichts gemacht. Außer einmal ein Check. Die uns wahrscheinlich das Spiel gewonnen hat, aber hey. So fucking strong. All hands, attack! Also wenn Wang Lang jetzt kein Level-Up bekommt, dann...
Dann hole ich die Packung Taschentücher raus. Warum wird das denn jetzt ausgelöst? Ah, ich weiß warum. Ja, New York kriegt da wahres Wumpte. Keep advancing! Keep advancing! Was war das denn, ey? Ja, nice. Und er feiert sich, als hätte er die ganze Schlacht gewonnen. Yes, yes. Ja, aber das ist mega gut, weil der braucht die Erfahrungspunkte. Er ist der schlechteste Offizier. Aber hey, das ist Liu Yong. Er ist iconic. Wow! Das war so cool. Daumen hoch dafür. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war so cool. Mega fun to watch. Jan Maihu, der sowas übelst Manöver, voll risky Manöver macht. Aber das, der Payoff war so krass. Game winning. Boah, war das cool. Und die Truppenstärke war relativ ausgeglichen. Die Wu-Truppen hatten nur 10.000 mehr. Weil die zweite Armee nicht trainiert wurde. Mann, das ändert sich jetzt. Level-Up-Party. I would jump at your offer, but I fear it's a trap. May the heavens protect me. Mann, bei Jan ist der irgendwie komisch. Er ist nicht so wie in Dynasty Warriors. Punks once was have been eliminated. I am surrounded by incompetence. Und du Ling, willkommen mit Flank 2. Naja. Pit 2 wäre schöner gewesen. Naja. Man sollte sich nicht immer beschweren. Listen to me. Information is the difference between life and death on the battlefield. You can spread false information to enemy soldiers, and they will flee in the fear of their lives. An enemy general is not very smart. Will be unable to tell what is true and what is not. Do you understand? Ich hab ohne Scheiß kein Wort verstanden, was der meint. Kein einziges Wort. Vielleicht ist mein Intelligenzwert nicht auf 100. Oh Mann, ich bin so bescheuert heute. Es tut mir so leid. Teuer, aber... Ja, es kommt mit Switch. Oder? Nee, kommt's nicht. Oh, als ob ich Geld verschwendet. Egal. Ja, er hier. Er ist nicht gut. Er braucht neue Strategien. Der Typ ist an sich aber gut. Voll ausgeglichen. Du kriegst auf jeden Fall einen All-Attack. Immer noch angeschlagen. Boah, ich glaube, manche Offiziere haben, glaube ich, mehrere Level-Ups bekommen. Wow. Das ist cool. Leider immer noch nur ein Platz. Mach Platz, mach Sitz. Kein Platz, meine ich. Was laber ich? Es wird Zeit, dass wir einen neuen Offizier aufnehmen können. Oh Mann, guck mal, wir können ihn nicht mal rekrutieren. Hätte ich es geschafft, Wei Yan zu bekommen, dann hätten wir mit Wei Yan alle rekrutieren können. So habe ich natürlich wieder ins Klo gegriffen. Und am Ende bekommt sie Li Bei. Das wäre so scheiße. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Was sage ich mit dem hier? Verschwinde mal. Sie sind entlassen! Juhu. Oh, hier werden wir wahrscheinlich angegriffen von Yu Jin. But I don't care. Ja. Okay. Leute, oh mein Gott, der Part. Der Part war cool, aber lang. Wangenlang. Nein. Ihr merkt, ich bin ein bisschen bescheuert. Daumen hoch, falls es euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder nächstes Mal. Mit dem Fight gegen Dao Fan, der deutlich schwächer als Hank Swan ist. Und wahrscheinlich der Fight gegen Yu Jin. Ja. Okay. Stay awesome. Eures Ziel. Ciao.